Wir haben uns landesweit so wie geeinigt in der VM, dass wir immer am ersten Samstag im April die Telefonaktion machen und da so die Lehrlinge rekrutieren. Weil das Problem war, dass immer früher die Zusagen rausgegeben haben und so die Bewerber unter Druck gekommen sind. Also. Und wir haben gesagt, da haben wir uns zusammenschließen und überlegen uns eine Vorgangsweise, wie wir das für die Bewerber ein bisschen günstiger gestalten können. Bin ganz leicht aufgeregt, aber bin relativ zuversichtlich und ich glaube, dass das relativ gut klappen wird. Der Countdown läuft, oder? Es ist 8 Uhr, wir starten mit der Anrufe. Die Lehrlingsausbildung ist bei uns natürlich sehr wichtig, aber nicht nur für Liebherr, für das ganze Land im Allgemeinen und für die gesamte Gesellschaft. Ohne qualifizierte Facharbeiter können wir unsere Hightech-Produkte im ganzen Land nicht weltweit verkaufen. Deswegen ist bei uns die Lehrlingsausbildung Chefsache, unter Anführungszeichen, auch im Sinne der Familie Liebherr. Wir freuen uns für jeden, der eine Lehrstelle kriegt. Ob das im Wüst ist oder bei einem anderen VWM-Betrieb, ist natürlich ebenfalls positiv. Wir haben durchwegs positive Reaktionen gehabt. Also, die haben gejubelt im Hintergrund, die ganze Familie ist da im Hintergrund gesehen und gejubelt. Ich glaube, ich habe ein paar Partys heute noch ab. Ja, die Lehrlinge, die jetzt eine Zusage gekriegt haben, kriegen für uns jetzt zusätzlich nochmal eine Bestätigung in Form von einem Brief, dass sie bei uns die Lehrstelle anfangen können oder antreten können. Gestern. Nein, da ist Mama mitgeholfen. Das ist ja super. Ja, ich habe nicht gesehen, rausgefahren. Mama mitgeholfen. Aber Thomas hat schon gesehen, dann hat es die Zusage. Thomas hat telefoniert, er hat gesehen, Zusage. Wir machen jetzt fix.